Nein, ich bin nicht unter die Piloten gegangen, sondern das ist ein Gaming-Headset, meine Damen und Herren. Und was das bedeutet, das sagt uns jetzt der Kai. Deine schnellste Antwort in den letzten 6 Monaten. Ja. Also, liebe Zuschauer, was wir hier auf dem Kopf haben, ist, und das ist gerade jetzt für die Leute, die eben viel am PC sitzen und eben auch viel spielen. Oder auch für Leute, die vielleicht zu Hause einen Flugsimulator haben und einfach mal das richtige Helikopter-Feeling haben wollen. Ein ganz tolles Headset mit einer riesengroßen Ausstattung. Bei mir sitzt es hier jetzt schon seit 10 Minuten auf dem Kopf. Es trägt sich fantastisch. Ich habe hier vorne mein großes Mikro. Gerade wenn Sie mal eine LAN-Party feiern, stellen Sie sich mal vor, wenn alle miteinander connected sind, Sie Funksprüche kriegen können, alles das in einem absolut echten, identischen Headset, wie es die Hubschrauber oder auch die normalen, ja, eigentlich so die wie war es früher so, die die alten Kampfhubschrauberpiloten auch hatten. Ne? Ja. Ein total klasse Ding mit einer phänomenalen Ausstattung. Und da kommen wir jetzt nach und nach mal drauf. Es sitzt perfekt. Sie können es ideal sich anpassen, so wie Sie es brauchen. Und wir haben da einige Gimmicks mit drin, die für das Geld sonst normalerweise überhaupt nicht zu bekommen sind. Jawohl. Ja. Es kostet keine 30 Euro, das ist der Gag dabei, meine Damen und Herren, denn normalerweise sind wir hier auch bei fast 50 Euro, ja. Aber wir lassen 40% runter und da wird es natürlich hochinteressant. Absolut. Denn, meine Damen und Herren, das kann richtig etwas. Ja, ganz genau. Das allererste Mal ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel oder wenn ihr jüngeren Leute, jetzt gehen wir doch mal auf das Du, damit wir genau die Leute ansprechen, für die es auch richtig ist. Wenn ihr jetzt zu Hause sitzen sagt, wir haben am Wochenende eine LAN-Party, wir spielen zum Beispiel diese typischen Taktikspiele, all diese Dinge, die es da gibt. Und ich möchte endlich mal professionell aussehen. Ich möchte endlich mal so ein Headset auf dem Kopf haben. Ich möchte mich einfach sozusagen wie einer von den Chefs da fühlen. Dann habt ihr hier noch den Riesenvorteil, wir haben ein sogenanntes Noise-Canceling-System drin. Was ist das denn bitte? Es gibt einen amerikanischen Hersteller, der weltweit in sehr, sehr, sehr vielen Autos drin ist, der auch immer seine speziellen Technologie hat. Von denen gibt es auch so kleine Radios, die toll klingen. Die haben eine Technik entwickelt. Das Noise-Canceling kommt übrigens speziell jetzt aus dem Bereich Flugzeuge, ist dazu da, um Umgebungsgeräusche, die sonst normalerweise stören würden, das heißt Kollegen, die neben mir sitzen, rauszufiltern, ja. Störgeräusche rauszufiltern. Das heißt, wenn du jetzt im Flugzeug sitzt oder sozusagen deinen Flugsimulator spielst, hörst du nicht mehr die Turbinengeräusche, sondern du hörst nur noch glasklar deine Stimme und natürlich die Informationen, die du über dein Kopfmikro, was eben auch perfekt einzustellen ist, hier an deine Mitspielkollegen weitergibst. Das ist also richtig professionell, was Sie hier bekommen, professionelles Piloten- und Racing-Design natürlich, aber bombastisch eben dieses Klangbild. Das ist tatsächlich so optimaler Tragekomfort dank dem Kopfband, was wir hier haben. Ja, das genau. Kann ich Ihnen nochmal zeigen. Das können Sie auf Ihre Größe halt einstellen. Hier oben ist es. So. Ganz genau. Das können Sie auf Ihre Größe einstellen. Das hat ein Klettband. Ne? Und dann, meine Damen und Herren, hinten wird es mit diesem Bügel gehalten. Genau, dieser Nackenbereich, dieser Nackenbügel ist wirklich dazu da, dass eben die Kopfhörer wie das Mikrofon auch bombenfest sitzen. Wenn man jetzt doch mal so ein bisschen beim Spielen mitarbeitet mit dem Kopf, macht das überhaupt nichts, das sitzt gut. Unser Kopfhörer hat einen Frequenzgang von 20 bis 20.000 Hertz, bedeutet also in einem geschlossenen Kopfhörersystem erstens mal eine extrem hohe Dynamik, klingt ganz toll und hat eben mit dem Noise-Canceling-System den Riesenvorteil, dass ich mich auf mein Spiel komplett konzentrieren kann. Ja, das sind dann virtuelle Rennen zum Beispiel, wo Sie wirklich dabei sind. Das ist ja das Schöne. Ne? Man ist ja wirklich drin da. Und das ist ja das Schöne, meine Damen und Herren. Perfekt abgeschirmt, störende Außengeräusche hören Sie kaum noch, also so gut wie gar nicht. Das Mikrofon ist hochwertig, das kann ich Ihnen auch sagen, mit einem verstellbaren Metallarm. Den können Sie also verstellen, wie Sie gerne möchten. Ne? Ich zeige Ihnen das mal hier. So, den können wir auch perfekt einstellen. Der ist auch mit der Feder gelagert. Das heißt, ich kann den perfekt auf meine Kopfgröße einstellen, sogar von der Neigung zum Mund vom Mikro. Dann haben wir hier nochmal an unserer linken Hörmuschel auch nochmal die Möglichkeit, den eben von der Nähe her einzustellen. Und ich kann ihn natürlich in der Höhe auch variieren. Das heißt also perfekt. Das sieht doch genial aus, oder? Das ist richtig, als ob jetzt Hubschrauber hier, als ob unser Weißkopf hier ein Hubschrauberpilot wäre. Und natürlich auch, was dazu kommt, ganz wichtig, wir haben an unserer linken Hörmuschel natürlich noch unseren Lautstärkeregler, damit ich das perfekt einstellen kann. Die Artikelnummer, meine Damen und Herren, ist die PX3636569. Ich wiederhole, PX3636569. Wenn Ihnen das komisch vorkommt, dass hinten immer eine 569 vorkommt, dann nehme ich das mal als Anlass, Ihnen das nochmal zu sagen. Daran erkennen Sie immer, dass Sie den Pearl-TV-Preis bekommen. Das ist wichtig. 569 immer hinten bei der Artikelnummer. Ganz genau. Die Frequenz vom Mikrofon ist von 30 bis 16.000 Hertz, also die ideale Sprechfrequenz überhaupt. Und damit können Sie wirklich dann perfekt Ihre Kommandos geben, wenn am LAN-Party-Wochenende wirklich dann mal 4, 5, 6 Leute taktisch zusammenspielen. Es gibt ja auch dieses World of Warcraft, was ja über Jahre weltweit
Millionen Leute dann angesprochen hat und wo viele eben nachts auch sich dann weltweit mit Kollegen vernetzen. Und da habe ich dann eben die Möglichkeit, mit diesem Headset wirklich beide Hände komplett frei zu haben, brauche keine Sondertasten mehr zu drücken, wenn ich kommunizieren will, habe kein hässliches Mikro mehr auf dem Tisch stehen, sondern habe ein perfektes System, was ich hier habe. Und das zeigt uns Walter jetzt, der entfernt sich jetzt über 1,90 Meter von mir. Genau, denn das Kabel ist 1,90 Meter lang. Das heißt, damit können Sie auch mal tatsächlich sich bewegen, ohne dass es irgendwo zwackt oder zwickt. Sollte der PC jetzt zum Beispiel unterm Tisch stehen, überhaupt kein Problem, 1,90 Meter Kabel kann ich mir sogar hinten, so wie das bei uns immer gemacht ist, wir haben unsere Kabel auch immer hinten am Rücken runter, dann stört mich nichts, ich habe die volle Bewegungsfreiheit und kann mich auf das Spiel, das Game konzentrieren, was ich gerade brauche. Ja, ich denke, wir haben da einen Film dazu, wenn ich richtig informiert bin, und den schauen wir uns jetzt, haben wir nicht. Okay, ja, also, Tatsache ist, dass ich hier mit einem Gewicht von 320 Gramm, und das ist sehr leicht, einen geschlossenen dynamischen Kopfhörer habe, der das Mikro drauf hat, perfekt ausgestattet ist, auch vom Frequenzgang, einen gigantischen Sound hat. Und ich habe 2x3,5 mm Klinke. An einem PC ist es ja immer so, ich habe meinen Mikrofoneingang, meinen Kopfhörerausgang, kann die beide perfekt anstecken, und zwar fangen die erst an, sich zu teilen am Ende des Kabels. Und das ist auch sehr schön, weil ich eine gemeinsame Zuleitung habe an den Kabeln. Das heißt, da wurschtelt nichts rum, sondern ich habe nur ein Kabel und am Schluss gehe ich beim PC dann mit meinem Kopfhörer und meinem Mikrofon rein und habe schon sofort meinen Kontakt zu meinen Mitspielern, zu meinen Kameraden, zu meinen Kollegen, je nachdem, was sie spielen draußen. Ja, 24 Stunden Le Mans. Das wäre mal eine coole Sache. Ja, oder? In Echtzeit mal Le Mans fahren, zu Hause in so einem Simulator, total klasse, kann ich mir gut vorstellen. Ja, genau. Oder eben, wenn Sie jetzt sagen, sitze zu Hause und habe mir über die Jahre auf meinem so einen richtigen Spiele-PC zusammengebaut und habe da eben jetzt einen ganz tollen Hubschrauber oder eben auch Flugzeugsimulator drauf. Die sind ja heute sowas von digitalgetreu und echt, das ist unglaublich. Ja. Und da ist es natürlich auch toll, dann so richtig im Feeling zu sagen, ich fühle mich jetzt wie so ein Flugkapitän, ich habe hier mein komplettes System, kann meine Informationen an den Tower geben, kann sagen, wann ich lande, wie viel Uhr, wie sieht das Wetter aus. Und das ist natürlich eine richtig tolle Sache, weil das Spielfeeling genau dahin bringt, wo es hingehen soll, nämlich in diesen fast schon virtuellen, echten Bereich rein. Das ist ein echtes Action-Feeling, was Sie hier haben für Profi-Gamer. Also, liebe Freaks, schnell anrufen, denn wir haben keine 400 Stück davon. Da solltet ihr wirklich schnell sein. Ja, das geht wahnsinnig schnell. Das ist rasend schnell. Gerade in dieser Zeit jetzt vor Weihnachten, da knallt es richtig und dann dürft ihr nicht warten. Das ist einfach die Pflicht und ein Muss, dieses Gerät zu Hause zu haben. Dieses Headset ist einfach wunderbar. Da ist man mittendrin statt nur davor. Also ich habe irgendwie auch so das Gefühl, wenn ich mir das Ding aufsetze, dass ich gleich irgendwie einen Hubschrauber steigen kann. Entschuldigung. Ach, ein Nieserchen. Danke an die Regie auch da. Also das kann man zwischendrin kommen. Also es ist wirklich so, wenn ich sage, ich habe den auf, möchte ich in den Hubschrauber oder ins Flugzeug steigen. Und das Feeling ist einfach genial. Wie gesagt, ich habe beide Hände frei. Ja, gerade fliegen, also Heli und sowas. Ja, das ist genau das Richtige. Ja. Ja. Also nochmal, die Artikelnummer ist die PX3636569. Professionelles Gaming-Headset mit Nackenbügel, meine Damen und Herren. Extrem gut und extrem klangvoll, muss man nochmal sagen an dieser Stelle. Denn hier ist der Sound wirklich bombastisch und man wird nicht gestört und stört auch niemand. Genau, und dieses Noise-Canceling, liebe Gamer da draußen, geht jetzt mal bitte schön auf Google und sucht mal Noise-Canceling-Kopfhörer, die als komplettes Piloten-Headset verkauft werden. Mhm. Werdet da unter 150, 200, 300 Euro, teilweise sogar Knopfhörer mit Noise-Canceling, nicht unter 200 Euro bekommen. Das heißt, hier mit einem richtig tollen Sound für unter 30 Euro ein richtig professionelles Headset. Wie gesagt, geschlossene Bauweise, das heißt, es stört auch niemand. Da kann man viel noch mal dynamischer, reingucken. Weil eben der Innendruck in der Muschel eben auch sich richtig gut verteilen kann und das perfekte Mikro dazu und ideal einstellbar. Ja. Anschluss 2x3,5 mm Klinke, besser geht's gar nicht. Jawohl, also nicht warten, das ist nochmal wichtig, weil bei uns verkauft sich alles im Moment wirklich wie geschnittenes Brot. Ja. Es geht nur so raus. Es werden Pakete, ich darf Ihnen gar nicht sagen, wie viele Pakete hier pro Stunde gepackt werden und rausfahren. Ja, absoluter Wahnsinn. Ich habe sowas noch nie gesehen. Es ist wirklich unglaublich. Ja. Deshalb bitte nicht warten. Direkt ans Telefon 0180 51 51, dreimal die 2 und nicht mehr warten. Ich sag's nochmal, sonst guckt ihr in die Röhre und das wollen wir natürlich nicht mehr. Ich schaue noch von Zosan. E-Mail, genau. Ich schaue von M.E. aus Kölle. Hallo, schönen Gruß nach Hause. Ein toller und qualitativ hochwertiger Kopfhörer, der bei mir den Spaß an Spielen auch akustisch auf neue Level gepusht hat. Keine störenden Nebengeräusche durch entsprechende Abschirmung. Auch der Gesprächspartner freut sich über sehr gute Filterung im Mikrofon. Sehr empfehlenswert. Ran ans Telefon jetzt bestellen. Das ist das Ding, was ihr Gamer alle braucht.